بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße euch inshallah herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und inshallah werden wir heute einen kleinen Unterricht halten oder zusammen inshallah lernen über das Gebet. Über das Gebet, eine weitere wichtige Sache in unserem Leben, liebe Geschwister, liebe Jugendliche. Kannst du einfach machen, dass es länger bleibt. Barakallahu fikum. Ja, wir werden inshallah heute über etwas Wichtiges lernen. Und der eine oder andere mag vielleicht sagen, denken, ja komm, das Gebet kennt doch jeder, wir wissen alle, wie man betet. Ja? Aber wir werden inshallah ein bisschen über das Gebet reden, wegen der Wichtigkeit des Gebets. Weil es gibt Taten und Taten im Islam. Es gibt Taten und Taten. Es gibt Taten im Islam, die sind mehr wichtig, weniger wichtig. Im Grunde genommen, alles ist wichtig. Ja, im Grunde genommen, alles ist wichtig. Weil egal, welche Taten wir tun, wir machen... Tust das bitte weg? Konzentrieren bitte. Ja, ich versuche das inshallah kurz zu halten heute. 30 bis 45 Minuten, nicht mehr. Aber inshallah, ich möchte, dass ihr euch konzentriert. Ja. In der Mitte, ja, du auch, ja? Kannst bitte deine Füße runternehmen? Denk auch, wir haben jetzt hier bis am Strand, oder? Also, Barakallahu fikum. Also, Jazakumullahu khairan. Es gibt Taten und Taten im Islam. Im Grunde genommen, alles ist sehr, sehr wichtig. Aber, was wir wissen müssen, was wir lernen müssen, ist, dass das, was die Säulen des Islam angeht, die Säulen des Iman, die Säulen des Islam, die Säulen des Gebets, die Säulen dieser wichtigsten Sachen, damit ist nicht zu spielen. Da ist kein Spaß darin. Ja? Darin ist kein Spaß. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wir machen alle viele Fehler. Stimmt's oder nicht? Wir machen Fehler. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verzeiht. Er verzeiht. Haben wir Sama'a oder Khalim? Die Fuga haben wir Sama'a? Achbirhum. Schakulhum. Hidab. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht sehr, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Aber es gibt manche Sachen, das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala ernst. Ernst, so wie wir sagen, todernst. Da ist kein Spaß drin. Ja? Es gibt Sachen, da gibt es keinen Spaß. Kleine Fehler, Allah verzeiht die leicht. Bei Allah also sowieso alles ist leicht, ja. Aber kleine Sünden werden von Allah sehr, sehr viel verziehen. Größere Sünden sind nicht so schnell zu verzeihen. Die verzeiht Allah auch. Allah verzeiht auch große Sünden, wenn man bereut, wenn man aufhört. Wenn man es einsieht. Ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe Sünden gemacht, ich habe das und das gemacht. Ja, und danach sagt man, oh Allah, ich hab gesündigt, ich war schwach, ich habe Fehler gemacht, ja, und ich versuche das nicht wieder zu machen. Bei den kleinen Fehlern musst du das gar nicht machen. Ganz kleine Fehler musst du gar nicht machen. Du machst einen kleinen Fehler, danach gehst du beten, der kleine Fehler ist schon gelöscht. Du machst einen ganz kleinen Fehler. Ich habe Code rausgenommen. Barakallahu fik. Einen ganz kleinen Fehler und dann gehst du die Hand von deiner Mama küssen. Oder du schenkst deiner Mutter, deinem Vater, ja, eine Tafel Schokolade und dein kleiner Fehler ist schon gelöscht. Du fastest Ramadan, deine kleinen Fehler sind gelöscht. Du gehst Jumu'ah beten, deine kleinen Fehler werden gelöscht. Aber große Fehler, große Sünden, ja, das ist nicht gleich. Wenn du dann nicht richtig Tauba machst und Allah dir das von dir akzeptiert, ja, deine Tauba, wie bei Alkohol trinken und so, solche Sachen, ja, dann wird's gefährlich. Wenn du damit stirbst, wenn du nur kleine Sünden machst und zu Allah zurückgehst, du gehst direkt ins Paradies. Wenn du große Sünden gemacht hast, es kann sein, dass du eine Zeit in Jahannam sein wirst. Für eine bestimmte Zeit in der Hölle sein wirst.
Abdurrahman, kannst du bitte aufhören? Ja. Ja, ich habe gesagt, nur halbe Stunde, 45 Minuten, bitte konzentrieren. Okay? Das heißt, Barakallahu fikum, es gibt manche Sachen, die sind ernst. Weil Hölle, wir können nicht in die Hölle gehen. Wir können das nicht aushalten. Wir können keine einzige Sekunde aushalten in der Hölle. Deswegen musst du aufpassen. Und es gibt Sachen, die sind ernst. Und wenn du bestimmte Sachen machst, fliegst du raus aus dem Islam. Wenn du rausfliegst aus dem Islam und in diesem Augenblick stirbst, wirst du Ewigkeit in der Hölle bleiben. Du kommst niemals raus. Du bist Brennstoff für Jahannam für alle Ewigkeit. Ja? Du lachst einmal über die Religion von Allah. Du lachst einmal über den Propheten Muhammad sallam. Sachen, wo es keinen Spaß gibt, gibt es keinen Spaß. Ja? Da, wo es keinen Spaß gibt, da machen wir keinen Spaß. Da ist Ernst, ist Ernst. Wir haben genug Zeit, um zu spielen, ja, und Spaß zu haben und zu chillen haben wir genug. Aber wenn es um Ernst gibt, wenn es um Ernst geht, dann ist es Ernst. Ja? Und deswegen, dass wir das wissen, inshallah, das Gebet ist eine Sache, die absolut ernst ist. Da ist nicht mit zu spielen. Wenn du mit dem Gebet spielst, egal, merkt ihr das für jetzt, merkt ihr das für in 20 Jahren. Ja? Du kannst bestimmte Fehler machen. Du kannst sogar, es kann sein, dass einer von uns eine große Sünde macht. Dass einer lügt. Dass einer vielleicht große Sünden macht, ja? Lästern und so, andere Sünden. Kann sein. Aber merkt ihr in deinem Kopf niemals das Gebet. Warum? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen ist das Gebet. Wer es nicht betet, er hat Kufr gemacht. Kufr. Er ist ein Käfer quasi. Ja? Entschuldigung. Also, er macht Kufr. Deswegen weiß ich, okay, wenn ich sündige, wenn ich irgendwo schwach werde, dann da oder da oder da. Aber nicht mit den Säulen des Islam. Und schon gar nicht natürlich die erste und die zweite Säule. Shahada. Alles, was die Shahada kaputt macht. La ilaha illa Muhammad Rasulullah. Das heißt, alles, was Schirk und Kufr ist, egal was, man bietet dir 10 Milliarden an, du bist Milliardär von heute auf morgen, aber mach Kufr oder Schirk, lach darüber, lach über dieses Angebot. Ja? Und spuck denjenigen an, der dir es anbietet, quasi. Ja, warum? Weil das ist Jahannam für die Ewigkeit. Kufr und Schirk geht gar nicht, das macht nämlich dein Islam, vernichtet dein Islam, Ewigkeit in der Hölle. Okay? Und dann die Säulen des Islam. Nummer 1, direkt nach der Shahada, damit du überhaupt Muslim sein kannst, ist was? Das Gebet. Wenn du damit spielst, spielst du gerade mit dem Höllenfeuer. Und es gibt Ulema und Gelehrte, die sagen, wenn du ein einziges Gebet nicht betest, ja, nicht Vergesslichkeit oder verschlafen, sondern absichtlich, ich bete einfach nicht. Manche Gelehrte sagen, wenn du ein einziges Gebet absichtlich betest, begehst du Unglauben und Kuffer. Also Gebete sehr, sehr gefährlich. Nicht damit spielen. Never ever damit spielen. Ja? Kein Spaß. Mit Gebet ist kein Spaß. Wallahi kein Spaß. Deswegen nehmt euch das zu Herzen und vor Augen und bindet euch das vor Augen und bindet das auf eure Herzen. Graviert das in eure Herzen ein. Egal, was ich mache. Egal, ob ich der beste Muslim bin gerade. Also sehr, sehr gottesfürchtig und gut bin. Oder wenn mein Iman sehr, sehr, sehr schwach ist. Egal, was ich gemacht habe. Egal, was ich tue. Egal, was ich nicht tue. Egal, wie busy ich bin. Egal, was ist. Niemals das Gebet unterlassen. Niemals schlafen gehen, ohne dass ich meine 5 Gebete verrichtet habe. Okay, und dann wissen wir jetzt, okay, das Gebet ist sehr, sehr wichtig. Wenn du das Gebet nicht betest, du kannst ein Ungläubiger, ein Käfer werden. Ja? Und es gibt keine größere Sünde, als das Gebet zu unterlassen von den Taten. Müssen wir auch wissen. Lügen, sehr, sehr schlimm. Aber nicht zu beten, ist schlimmer. Alkohol ist sehr, sehr schlimm. Oder Drogen zu nehmen, ist sehr, sehr schlimm. Sehr große Sünde. Aber nicht zu beten, ist größer bei Allah. Dass du homosexuell bist oder schwul bist, ist sehr, sehr schlimm. Aber nicht zu beten, ist schlimmer bei Allah. Und wisst ihr was? Nicht zu beten, ist schlimmer als diese Sachen alle zusammen. Wenn einer Alkohol trinkt und Drogen nimmt und er ist schwul und er ist der lügt und betrügt, einer, der nicht betet, ist schlimmer als er. Einer, der nicht betet, ist noch schlimmer als der, der diese ganzen Taten macht. Der, der diese ganzen Taten macht und betet, er hat eine Chance aufs Paradies.
Und wenn er ins Paradies kommt, dann für Ewigkeit. Es kann sein natürlich, dass er vorher auseinandergenommen wird in der Hölle. Aber, dass er bestraft wird, weil er so viele schlimme Sachen gemacht hat. Aber derjenige, der gar nicht betet, bei dem sieht es ganz anders aus. Deswegen, mit dem Gebet, ja, mit dem Gebet müssen, beim Gebet müssen wir richtig aufpassen. Okay? Inshallah. Und wenn wir sagen, das Gebet ist so wichtig, dann wissen wir, okay, das Gebet ist ja ganz, ganz ernst. Es ist eine Säule des Islam, ja, ein Rücken. Darauf ist der Islam aufgebaut. Das ist das Fundament vom Islam quasi. Ja, wenn das kaputt ist, ist das ganze Haus kaputt. Das ist das, wo, wenn du ein Zelt hast, du kannst ja nicht einfach nur, ja, nur das, du musst ja irgendwas, es muss ja irgendwo befestigt sein. Diese Befestigungen von einem Haus, von einem Gebäude, von einem Zelt, was auch immer, diese Befestigungen von, für dich, für da, dass du ins Paradies kommst, eine dieser Befestigungen, eine dieser Säulen ist das Gebet. Und zwar das Allerwichtigste, nachdem du Muslim bist. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. So, wenn das Gebet so wichtig ist, dann ist es auch wichtig für uns, dass unsere Gebete angenommen werden. Und dass wir Wissen haben über das Gebet. Dass wir nicht einfach nur sagen, okay, ich weiß, ja, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und wenn Fehler passieren, du weißt nicht, wie du reparierst. Was ist davon Pflicht, was ist nicht Pflicht, ja, weißt du gar nicht. Man weiß vieles gar nicht, ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir über das Gebet lernen. Dass wir vom Gebet wissen, was ist daran Pflicht, was ist nicht Pflicht? Weil wenn du eine Pflicht verpasst hast, das Gebet selber hat ja auch Säulen. Wenn du eine Säule vom Gebet vergessen hast, dann kannst du nicht einfach am Ende sagen, ja, am Ende mache ich zweimal Sujud. Vergesslichkeits-Sujud, Sujud Sahu. Und dann ist es, nein, dein Gebet ist ungültig, wenn du es machst. Ja? Du hast eine Säule, eine Pflicht vergessen. Dann musst du diese Pflicht wiederholen, die du vergessen hast. Du hast in der ersten Raka, in dem ersten Abschnitt, Suratul Fatiha nicht rezitiert. Du hast gesagt, Allahu Akbar. Ja? Und dann hast du Iftitah gemacht. Und dann sagst du, Bismillahirrahmanirrahim. Ohne Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahim zu sagen, sagst du direkt zum Beispiel, Qul huwa Allahu Ahad. Ja? Und dann gehst du runter. Ruku', dann gehst du Sujud. Dann gehst du wieder hoch, dann fängst du an, wieder weiter zu beten. Bist schon in der zweiten Abschnitt, im zweiten Abschnitt. Du kannst dann nicht einfach sagen, oh, ich habe Suratul Fatiha vergessen am Anfang. Am Ende mache ich zweimal Sujud und gut ist. Nein, das Gebet ist dann ungültig. Weil du hast eine Rak'a zu wenig gebetet. Warum? Weil du hast eine Säule des Gebets verpasst. Eine Pflicht vom Gebet. Okay? Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wissen darüber kennen. Dass wir das Wissen darüber uns aneignen. Ja? Aber zum Beispiel, du hast Suratul Fatiha gelesen. Und dann wolltest du eine Sura lesen, aber Allahu Akbar, du bist schon runtergegangen. Du bist schon zum Ruku' runter. Dann hast du schon einen Ruku' gemacht, bist hochgekommen. Hey, ich habe noch gar keine Sura gelesen. Ja, ich wollte Sabbih lesen. Suratul A'la. Habe ich vergessen. Was ist dann? Kein Problem. Warum? Weil es ist keine Pflicht. Ja? Wenn du die Suratul Fatiha vergessen hast, dann musst du eine komplette Rak'a hinten dranhängen. Weil du bist ja schon, du hast ja schon Ruku' Sujud gemacht, bist ja schon aufgestanden und so. Du kannst jetzt nicht wieder einfach, ja, das zurückdrehen. Geht ja nicht. Aber was machst du dann? Am Ende, wenn du deine drei anderen, sagen wir mal, anderen drei, du hast ein Vierergebet, du hast schon, die erste hast du Fatiha vergessen. Hast schon mit der zweiten angefangen. Ja? Da musst du hinten eine vierte Raka dranhängen. Diese ganze Raka ist kaputt. Die erste. Weil Suratul Fatiha hat gefehlt, was eine Pflicht ist. Versteht ihr? Hast du eine Sura vergessen? Ist das eine Sura danach? Das ist keine Säule. Das ist dann kein Problem. Das Gebet ist vollständig. Akzeptabel. Akzeptiert von Allah. Gleichermaßen, beispielsweise, du machst den Tashahud in der Mitte nach zwei Raka, ja, machst du den Tashahud. At-Tahiyyatu Lillah, ja. Wenn du sitzt. Du hast den Tahiyyat vergessen. Nach der zweiten Raka, nach dem zweiten Abschnitt bist du einfach aufgestanden. Und hast wieder angefangen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja? Oh, ich habe gar keinen Tashahud gemacht. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Hudayfa? Weiterbeten. Amir? Nein, nein, ist gut. Was würdest du machen? Du hast Tashahud vergessen von der zweiten. Warum sagst du ihm vor? Abdurrahman, ich will nicht von dir. Abdurrahman, was sagst du? Ich würde dann wieder runtergehen. Wieder runtergehen? Okay. Ammar, was sagst du? Gebet abbrechen, sagst du.
Ammar, Ammar Nummer 2. Und wir Abdurrahman. Wir Abdurrahman. Wieder runtergehen. Ja. Abdullah. Ja, okay, Abdullah, Nummer 2. Also wenn man schon die Ding, wenn man schon weitergelesen hat, die Ärger, ne? Mhm. Ich weitergebete, aber wenn ich nur, also wenn ich einfach hochgegangen bin, dann wäre ich wieder runter. Ja. Mashallah, gut, richtig. Ilyas? Also ja, Abdurrahman. Okay, also die meisten haben dann was gesagt? Die meisten haben gesagt, wir haben Abdurrahman, was hast du mal gesagt? Wieder runtergehen. Ja, aber wieder runtergehen kannst du nicht, so wie Abdullah gesagt hat, war richtig. Wenn du angefangen hast mit der Sura, mit Suratul Fatiha, dann kannst du nicht runtergehen. Wenn du Tashahud vergessen hast in der Mitte des Gebets, nach zwei Raka. Und wenn du dich erinnerst, dass du den Tashahud vergessen hast, bist du schon aufgestanden. Ne? Aber das, was Abdullah gesagt hat, ist richtig. Wenn du schon aufgestanden bist und du hast schon angefangen, Suratul Fatiha zu lesen, das ist ja die nächste Säule. Du bist schon in die nächste Raka reingegangen. Dann ist vorbei, dann musst du weiter beten. Und dein Gebet ist trotzdem gültig. Warum? Weil der erste Tashahud in der Mitte vom Gebet, das ist keine Pflicht, keine Säule des Gebets. Das ist über den Propheten Mohammed s.a.w. passiert, dass er es vergessen hat. Okay? Also nicht abbrechen, wie Ammar gesagt hat, ja? Nicht das Gebet abbrechen, weiter beten. Und daran kann man den zweiten Tashahud, die zweite Tashahud ist kein Fard, ja? Sagt er, weitermachen. Und am Ende Vergesslichkeitsniederwerfung. Richtig, ja? Ersten Tashahud meinst du, genau. Weil der erste Tashahud ist keine Säule des Gebets. Da betest du einfach weiter und wenn du fertig bist mit dem, das ist komplett weg, du hast es komplett vergessen. Ja? Du betest einfach weiter. Und am Ende, wenn du den zweiten Tashahud gemacht hast, danach machst du die zwei Vergesslichkeits-Sujud. Und gut ist. Aber der Tashahud am Ende des Gebets, ja, der ist Pflicht. Deswegen muss man diese Sachen lernen. Wenn ich die Sachen weiß, dann weiß ich auch, wie ich mein Gebet repariere. Weil das ist eine ernste Sache. Das Gebet ist deine Hölle und dein Paradies. Das Gebet ist Hölle oder Paradies. Deswegen eine ernste Sache, mit der spaß ich nicht. Die lerne ich. Ja? Guck mal, ihr seid alle so kurz vor Führerschein, ja? Oder manche noch ein bisschen, ja, manche von euch so kurz vor Führerschein, ja? Ihr wollt alle Führerschein haben, oder? Ihr werdet alle pauken dafür. Warum? Weil es wichtig. Jeder will von euch Auto fahren. Ja, das ist eine Sache, die wichtig ist fürs Leben. Sehr, sehr wichtig. Deswegen einmal gut lernen, dann weiß man das. Ja, weil viele Muslime, sogar Erwachsene, machen einfach viele Fehler da drin. Okay? Lernen. Diese Sache muss man lernen. Und so mit den anderen Sachen auch im Gebet. Bei dieser Sache, die ich gerade gesagt habe, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Manche Gelehrte sagen, wenn du schon aufgestanden bist mit deinem Knie, khalas. Dann machst du, dann wiederholst du den Tashahud, dann nicht mehr hinsetzen, dann betest du einfach weiter. Manche haben gesagt, wenn du aufstehst, komplett aufstehst, wenn dich erst dann erinnerst, dann bete weiter. Manche sagen, nein, erst wenn du angefangen hast, Suratul Fatiha zu lesen. Gibt es ein bisschen Meinungsverschiedenheit. Aber wir wollen nicht viel über Meinungsverschiedenheiten reden. Wenn du es vergessen hast, du bist schon aufgestanden, khalas, dann kannst du einfach weiter beten. Ja, nein? Was soll man diese Zwei? Die zwei? Ja. Wenn man diese Vergesslichkeitszuschuld in fast jedem Gebet macht, ja. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, weil Vergesslichkeitszuschuld zu machen, wenn du die, sogar manchmal, passiert uns ja manchmal, du hast einen Fehler gemacht, so wie wir den gerade gesagt haben, und dann hast du ja normalerweise, machst du Vergesslichkeitszuschuld. Was machst du am Ende? Du vergisst die. Ja, weil ich vergesse. Ja, die selber, die Vergesslichkeitszuschuld manchmal, also ist mir auf jeden Fall schon ein paar Mal passiert. Im Gebet passiert etwas, dann wirst du die Vergesslichkeitszuschuld machen, am Ende zweimal runtergehen, ja, und dann machst du Assalamu alaikum, und du vergisst diese zwei Sujud zu machen. Passiert manchmal. Aber es ist nicht schlimm, das Gebet ist trotzdem gültig. Ja, Gebet ist trotzdem gültig. Fajr im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, ist das okay? Also ich beantworte jetzt keine Fragen im Allgemeinen, aber es ist nicht okay. Trotzdem beantwortet. Okay, also. Und deswegen, inshallah, aber ich wollte nur ein paar Fragen stellen, ne, damit ihr auch alle sehen, dass wir alle noch Fehler machen. Alle Fehler im Gebet machen oder manche Sachen, die wichtig sind, weil das sieht man auch in der Moschee oft. Da betet einer, der kommt zu spät, der weiß gar nicht, wie man am Ende weiter betet oder der ist durcheinander oder der guckt die anderen an oder, ne, oder macht einfach Fehler. Warum?
weil man diese Sachen nicht lernt. Aber die sind kein Spaß. Und deswegen, inshallah, machen wir. Wann haben wir angefangen? Wie viel Uhr? Wie lange machen wir schon? 17 Minuten. Okay. Deswegen, inshallah, machen wir jetzt ganz kurz. Und das sind Sachen, inshallah, die ihr lernen solltet. Barakallahu fikum. Für den Test, inshallah, ja? Nummer 1, die Bedingungen für das Gebet. Ja? Das Gebet hat Bedingungen. Nummer 1. Nummer 1, 1, 1, 1, vor allem. Nähe. Vor allem. Hm? Kann ein Muschrik beten? Ah, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, Islam. Ja? Also, die erste Bedingung, Islam. Nummer 2, Al-Aql, Verstand. Ja? Einer, der verrückt ist, der weiß gar nicht, was er macht, was er sagt, für den ist es nicht verpflichtend zu beten, weil er nicht weiß. Ja? Al-Aql, Nummer 2 ist Verstand. Nummer 3 ist At-Tamyiz. At-Tamyiz, also das Alter. Ein Kind ist 2 Jahre alt, ein Baby, ist nicht dazu verpflichtet zu beten. Ja? Aber man sollte lernen, ab dem 7. Lebensjahr lernen. Ja? Schon mal üben ab und zu und so. Ab dem 10. Jahr wird's ernst. Und der Prophet Muhammad hat das uns als Eltern quasi befohlen, dass wir unseren Kindern das befehlen. Ja? Aber auf jeden Fall, wenn ein Mensch die Reife erreicht hat, ab der Reife wird alles aufgeschrieben. Jede Tat, gute Tat, schlechte Tat. Ja? Nummer 3, At-Tamyiz, dass man die Reife erreicht hat. Ja? Oder dieses Alter erreicht hat, dass man beten muss. Nummer 4, An-Niyya, die Absicht. Ja, die Absicht. Nummer 5, Ich weiß gar nicht, was ich habe. An-Niyya. Okay? Was haben wir? Nia. Wir haben Islam, Verstand, Alter. Nia. Okay? Dann haben wir was? Tahara haben wir gesagt? Habe ich gerade gesagt. Tahara. Tahara, die Reinigung. Ja? Die Reinigung. Dass man kann ja nicht ohne Wudu, ohne Tahara beten. Ja, die Tahara. Und dann muss man beten, zum Beispiel jetzt Fajr. Muss man jetzt Fajr beten? Zeit. Die Zeit. Ja? Dass die Zeit reinkommt für das Gebet. Okay? Merkt euch das. Was guckst du da? Ich schaue mein Handy an. Du schaust dein Handy an? Nee, ich habe nicht so viel. Okay. Einfach angeschaut. Geschenk von deiner Oma, ja? Ja. Mashallah. Miskin. Okay, tu das bitte weg, ja? Für den Vortrag. So, dann haben wir die Tahara. Ja, dann haben wir die Tahara. Das Reinigen. Ja? Das Reinigen. Und wir nehmen jetzt dazu die Reinigung, weil es, wie der Prophet Muhammad das gesagt hat, wie der Prophet Muhammad hast du gesagt hat, es gibt kein Gebet für den, der kein Wudu hat. Wenn du kein Wudu hast, dann zählt auch dein Gebet natürlich nicht. Klar. Und aufpassen, eine Sache, die ich euch auch sage, ne, weil ihr seid Jugendliche, und manchmal ist es ja so, ne, ist man K.O., ist man richtig platt, Fußball spielen, ne? Emir,
3 Stunden Boxen und so Faxen machen, ne? Und dann am Ende bist du richtig K.O. Oder abends willst du ins Bett, hast nicht gebetet und dann so um 0 Uhr, 23 Uhr sagt dir dein Vater, geh mal beten. Ja? Und dann kommt der Shaitan und der sagt dir, boah, alter Schwede, du bist also sowas von kaputt, jetzt noch hier mit Wasser und so machen und so. Ne? Da kann der Shaitan kommen, seine Tricks rausholen. Komm, Gelber, so beten, ist egal. Ja? Stimmt's oder nicht? Kommt der Shaitan manchmal? Ja, komm, der macht so Faxen, ja? Der ist ein richtiger Shaitan, dieser Shaitan. Deswegen, aufpassen, ja? Aufpassen. Der ist richtig ehrenlos. Der Shaitan ist richtig ehrenlos. Der macht dir richtig, der will dir deinen Jinn zerstören, ja? Und deswegen nicht keinen Spaß machen. Das Gebet ist kein Spaß. Die Sachen, die zum Gebet gehören, natürlich auch nicht. Weil ohne Wudu kein Gebet. Egal wie, sieh zu, wie du klarkommst. Ja, bete das nächste Mal früher, hast auch mehr Power. Und ja, aber Wudu ist sehr, sehr wichtig. Und eine Sache, die ich euch extra sage, was die Gelehrten sagen, derjenige, der ohne Wudu betet, manche Gelehrte sagen, der macht Kufr, der fliegt raus aus dem Islam. Könnt ihr euch was vorstellen, ohne Wudu zu beten? Warum? Weil die sagen, derjenige, der das macht, der macht sich über Allah lächerlich. Allah ruft ihn zum Gebet und er weiß, er kann nicht beten ohne Wudu. Und der stellt sich dahin, ohne dafür die Bedingungen erfüllt zu haben. Ja? Und dann tust du so, als würdest du beten, du betest ja nicht. Du machst ja nur Sport, du machst nur nicht mehr Sport, du machst einfach ein paar Bewegungen. Und du legst Allah rein. Ja? Du tust so, als würdest du ihn anbeten, obwohl du ihn gar nicht anbeten kannst gerade. Ja? Deswegen diese Sache nicht machen. Ja? Müde, nicht müde. Wenn du müde bist, sieh zu, wie du, mach nur einmal. Mach alles einmal. Einmal Mund, einmal Gesicht, Nase, Hände, alles einmal. Kann man auch, ist Sunnah. Steht bei Sahih Bukhari, der Prophet Muhammad hat manchmal alles dreimal gemacht, manchmal alles zweimal gemacht, manchmal alles einmal gemacht. Kannst du mal so machen. Am meisten, am besten, am meisten oder öfters drei machen. Ab und zu mal eins, ab und zu mal zwei ist kein Problem. Ja? Aber keinen Spaß machen. Dann mach Wudu mit warmem Wasser, mach alles nur einmal, aber niemals ohne Wudu beten gehen. Ja, geht gar nicht. Weil das gehört zu, weil nach der Meinung einiger Gelehrter, gehört das zu den Sachen, dass einer Allah Azza wa Jal auslachen will. Ja, die Religion Allahs auf quasi so zum Spaßen nimmt. Deswegen aufpassen, nicht diese Sache machen, okay? Also, das Gebet, Wudu braucht man zum Gebet. Deswegen müssen wir, wenn wir über das Gebet reden, müssen wir auch über diese Sache reden. Ja? Das Gebet hat ja auch, Wudu meine ich, Entschuldigung, Tahara, die Reinigung, hat Pflichten. Manche Sachen sind davon Pflicht, manche sind nicht Pflicht. Ammar, kannst du mir die Pflichten sagen von Wudu? Ja. Gesicht. Gesicht. Arme also bis zum Ellbogen. Arme bis zum Ellbogen, kannst du mir sagen, von wo bis wo? Von hier so. Von bis, sag mir von bis. Von hier. Von Ellbogen, bis. Ja, bis? Handgelenk. Bis Handgelenk, okay. Nummer 2. Hey, sei mal ruhig, ich habe ihn gefragt. Abdurrahman, Ammar, andere Ammar, sei ruhig. Nummer 3? Seid leise. Seid einfach leise, bitte. Wenn ich euch frage, Füße, richtig? Ja. Nein, kann nicht sein. Haare. Haare, richtig. So, sag einfach den Vers vom Koran, da haben wir schon mal mehr oder weniger die Pflichten da. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Richtig. Ja? Also haben wir hier im Vers im Koran, Surat al-Ma'idah ist richtig? Allah, Ma'idah oder Nisa? Ma'idah, ne? Ma'idah ist das ja. Surat al-Ma'idah, Surah Nummer 5. Allah sagt, يا أيها الذين آمنوا. O ihr, die ihr glaubt, hört gut zu. Allah redet mit dir jetzt, mit jedem Einzelnen von uns. Wenn ihr zum Gebet aufsteht, wenn ihr beten wollt, farsilu, dann wascht. Was? Farsilu wujuhakum, euer Gesicht. Und euer Gesicht beinhaltet drei Sachen. Gesicht beinhaltet das Gesicht selbst und Nase, Mund. Ja, das heißt drei Sachen haben wir. Also Gesicht beinhaltet aber auch Nase und Mund. Okay? Farsilu wujuhakum. Das Gesicht von wo bis wo? Hier, wo die Haare anfangen. Bei mir ist schon sehr hoch hier, ich habe keine Haare mehr. Ja, und dann bis zum Kinn und von Ohr bis Ohr. Ohrläppchen hier, ja?
Das ist das Gesicht. Deswegen nicht einfach nur so mit einer Hand so machen oder so. Ja, sondern richtig ordentlich. Weil das ist, davon hängt das Gebet ab. Das Gebet, Paradies hängt vom Gebet ab, Gebet von, hängt von Wudu ab. Okay? Also Gesicht von da, wo der Haaransatz ist, wenn er eine Glatze hat, trotzdem von hier. Ja? Wenn er keine Haarwuchs hat oder eine Glatze hat, dann trotzdem von hier. Da, wo der normalerweise die Haare beginnen, bis zum Kinn. Und Ohr bis Ohr. Das ist das ganze Gesicht. Okay? Also, Fahsilu Ujuhakum, Gesicht, inklusive Mund und Nase. Ja? Und dann, Waidiyakum ilal marafiq. Und dann eure Hände. Ja, deswegen war das falsch, Ammar. Hast du einen Fehler gemacht? Manche gelehrt, manche, viele Muslime denken das. Warum? Weil die denken, ja, am Anfang wasche ich ja schon meine Hände. Ne? Und deswegen denken die, wenn ich später Wudu mache, nach dem Gesicht, wenn ich dann meine Arme mache, es reicht, wenn ich vom Armgelenk mache. Aber das ist falsch. Ja, das ist falsch. Deswegen ist es wichtig, das zu lernen. Ja, weil das muss man normalerweise wissen. Normalerweise, das Gebet ist ungültig, wenn du so Wudu machst. Wenn einer Wudu macht und der macht dann, ja, der macht dann seinen Arm frei und dann macht er einfach nur Wudu von seinem Handgelenk bis zu seinem Ellbogen. Wenn einer nur hier Wudu macht, dann ist sein Gebet ungültig. Komplett ungültig. Warum? Weil die Bedingung fürs Gebet ist ja Wudu. Und Wudu zu machen, Wudu hat ja auch Säulen, Pflichten. Und eine von diesen Pflichten ist die, die hier in diesem Vers stehen. Da stehen alle Pflichten drin. Und zwar, Eidiakum, und wascht eure Hände. Eure Hände fangen von hier an, von vorne bis zum Ellbogen. Ja? Eidiakum, und eure Hände ila al-marafiq, bis zum Ellbogen. Ja? Ja, und dann, wamsahu ala ru'us, wamsahu, ja, und streicht über euren Kopf. Der Kopf beinhaltet Ohren. Ja? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum. Ja? Und hier ist es, also grammatisch, steht arjulakum, nicht arjulukum. Wobei es gibt, glaube ich, andere Lesearten, wo auch in einer anderen Lesenart arjulakum, arjulukum steht. Ja, aber in Hafs zum Beispiel und so steht arjulakum. Das heißt, ist mansub. Ja, das heißt, es wird gewaschen. Weil Allah sagt am Anfang des Verses, wascht eure Gesichter und eure Arme. Ja, wascht eure Gesichter und eure Arme. Und streicht über euren Kopf. Ja, und streicht über euren Kopf und eure Füße. Aber und eure Füße steht gerade grammatikalisch genauso wie Gesicht und Hände. Ja, wa arjulakum. Das heißt, waschen, wie die ersten Sachen, nicht streichen, okay? So, deswegen, das sind die Pflichtsachen, ja? Das sind die Pflichtsachen bei Wudu. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. Okay. وغسل اليدين المرافق ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. وغسل الرجلين وغسل الرجلين الى الكعبين الرجلين الى الكعبين والترتيب. Eine andere Sache noch, die Pflicht ist bei dieser Sache bei Wudu. Ja, das sind die Sachen, die jetzt in dem Vers stehen. Und eine Sache, die man aus dem Vers entnehmen kann, aber die steht nicht dort deutlich, die Reihenfolge. Genau, sehr gut, Ammar, die Reihenfolge. Sehr gut. Warum wissen wir das? Genau wegen diesem Grund, weil schaut, Allah hat gesagt, wascht eure Gesichter und wascht eure Hände bis zum Ellbogen. Und dann sagte er, und streicht über euren Kopf und wascht eure Füße. Ja? Und wascht eure Füße. Warum soll das Allah machen? Warum hat das Allah so gemacht? Ja? Allah ist der Allwissende. Normalerweise hätte er gesagt, wascht eure Hände, Füße, und Gesicht. Ja? Und streicht über euren Kopf. Aber er hat extra gesagt, wascht eure Gesichter und Hände und streicht über euren Kopf und wascht eure Füße. Das bringt uns was bei? Allah wollte das so machen, dass wir wissen, Reihenfolge einbehalten. Du kannst nicht anfangen mit deinen Füßen und dann Gesicht und dann ja so mixen. Das ist die Reihenfolge. Ja, die Reihenfolge ist Pflicht. Ja, At-Tartib. Und eine letzte Sache noch. Also sechs Pflichten, ja? Einmal die vier, die im Koran stehen, in diesem Vers von Surat al-Maida. Gesicht waschen, inklusive Mund und Nase. Nummer zwei,
Hand bis zum Ellbogen. Nummer 3, Kopf inklusive Ohren. Nummer 4, Füße waschen. Bis zu den Enkeln. Bis zu den Knöcheln. Enkel, sage ich. Bis zu den Knöcheln. Ja? Bis zu den Knöcheln. Das sind ja 4. Nummer 5, Reihenfolge. 6. Pflicht, Al-Mu'ala. Ja, hintereinander. Du kannst zum Beispiel, manchmal ist ja so, ne? Besonders in der Zeit, in der wir leben, crazy Zeit. Du machst Wudu, ja, und wir sind ja manchmal so verrückt, wir wollen ja jede Nachricht, müssen wir direkt aufmachen und sehen auf dem Handy. Oder, ja, jemand ruft dich oder sonst irgendwas. Sag mal, du hast die Hälfte von Wudu gemacht und dann klingelt das Handy, ganz wichtiger Anruf. Oder deine Mutter ruft an, oder deine Mutter ruft dich, ja, und braucht Hilfe oder so, dann gehst du dahin. So, dann hast du jetzt geholfen. Wenn du zurückgehst, machst du weiter Wudu oder musst du von neu anfangen? Von neu anfangen. Kommt drauf an. Naima? Richtig. Richtig, richtig, genau. Ja? Es kommt drauf an. Das heißt, normalerweise, du musst hintereinander. Ja? Es kommt darauf an, ob du lange weg warst. Ja, wenn du jetzt ganz kurz, du gehst ganz kurz ein paar Schritte raus aus dem Badezimmer, sagst deiner Mutter, ja Mutter, was gibt es oder sonst irgendwas, sie sagt dir irgendwas, sagst du, ja, ich mache gerade Wudu, ich komme gleich. Ja? Dann hast du mit ihr ganz kurz geredet, sind normalerweise deine Gelenke, ja, deine Körperteile sind ja noch nass. Ja? Dann kannst du einfach weitermachen. Aber deine Mutter hat jetzt ganz dringend Hilfe gebraucht oder dein Vater oder wer auch immer und dann hast du abgebrochen quasi und warst 20 Minuten weg. Dein Körper ist wieder getrocknet. Dann kannst du nicht einfach weiter Wudu machen, du musst Wudu von neu anfangen. Okay, wo du von neu anfangen. So, dann, was macht Wudu kaputt? Abdurrahman, du hast jetzt Wudu. Ja. Was macht dein Wudu kaputt, dass du kein Wudu mehr hast? Auf Toilette gehen. Auf Toilette gehen. Egal, was man macht? Ja, halt. Egal was, ja? Ja. Okay. Okay. Abdullah, was sagst du? Fällt dir noch was ein? Furz. Hm? Was anderes? Doch, mit Hunden. Ein Hund Angst. Der Jazz. Wenn ein Hund dich ableckt oder so. Wenn ein Hund dich ableckt? Wenn man tief schläft. Wenn man tief schläft? Ja. Was gibt's noch? Ich frag euch. Ich kenne die. Ja, so eine Jazz, so Hund oder sowas. Oder? Reden, essen macht Wudu kaputt. Nein, nein, wir sind noch bei Wudu. Was macht dein Hund? Was machst du mit Hund? Ja, Najasa. Najasa. Also die Speichel vom Hund. Speichel vom Hund. Macht das dein Wudu kaputt, ja? Kommt drauf an, was. Es gibt jetzt so Jagdhunde. Okay. Nein, nein, also nur die Schlucke macht dein Ding kaputt. Mhm. Absolut falsch. Ja, absolut falsch. Das hier. Luab, ja. Ist ja Speichel vom Hund. Kamelfleisch oder Blut. Schlaf, Ohnmacht, Tiefschlaf, Schlafen, Blüten, ja. Also, ja, wir hören viele verschiedene Sachen. Manche Sachen waren richtig, manche Sachen waren falsch, ja. Also, was auf jeden Fall richtig ist, erstmal, alles, was von deinem Körper rauskommt, unten. Mann und Frau, egal was, ja. Egal, also alles, was man ausscheidet. Wenn du auf Toilette gehst oder egal wie, egal wo, egal wann. Alles, was von deinem Körper rausgeht, was dein Körper ausscheidet, macht dein Wudu kaputt. Groß, klein, egal was. Ja, alles. Einfach alles, was rauskommt von deinem Körper, macht dein Wudu kaputt. Inshallah, einen Moment. So, wir machen Nummer 1. Al-Khariju minus Subulain. Ja, alles, was rausgeht, von vorne oder von hinten, bei Menschen unten, ja, im Genitalbereich. Eine andere Sache, Zawalul Aql, wenn einer in Ohnmacht fällt, ja, wenn einer in Ohnmacht fällt, wenn einer eine OP hat, ja, eine Operation hat und er hat eine Vollnarkose. Das heißt, du hast einen Verstand, so wie, ja, Ohnmacht, du bist komplett ohnmächtig. Das heißt, dein Verstand ist nicht mehr da. Okay? Zawalul Aql. Und wenn man zum Beispiel seinen Genitalbereich, also sich unten, berührt absichtlich, ja, wenn man sich jetzt beim Trocknen zum Beispiel nach dem Duschen oder so
berührt, einfach, oder beim Anziehen ist kein Problem. Aber wenn man sich absichtlich unten berührt, ja, absichtlich, dann ist auch dein Wudu weg. Ja? Und dann, was noch? Was hast du noch gesagt? Tiefschlaf. Ja, Schlaf. Ja, allgemein Schlaf. Allgemein Schlaf. Ja? Eigentlich der Schlaf selbst macht Wudu nicht kaputt. Ja? Aber weil man im Schlaf nicht weiß, was man tut. Ja? Das heißt, es kann ja sein, dass du Sachen machst, die dein Wudu kaputt machen. Ja? Aber du merkst das nicht. Deswegen der Schlaf. Und hiermit ist gemeint, der normale Schlaf oder Tiefschlaf. Das Einzige, was nicht dazu gehört, ist ein ganz leichter Schlaf. Wenn du zum Beispiel, du bist gerade, ja, einfach so einnicken, so, ja, so einnicken, oder auch wenn es im Sitzen zum Beispiel, du, ne, manche von euch sind ja manchmal auch so, oder macht ihr das nie in der Schule, so ein bisschen flachsen? Macht ihr schon, ne? Einfach Augen zu, ja? Dieser Schlaf, aber wenn der Lehrer mit dir redet, hörst du es oder nicht? Ja. Dann hörst du es direkt, ja? Auch wenn du schläfst, aber du hörst es direkt. Das heißt, du hörst die Sachen um dich herum, ja? Das Kleinste hörst du, kriegst du alles mit. Das ist ein leichter Schlaf, ja? Und deswegen sagt man auch, dann im Sitzen quasi. Im Sitzen ist meistens auch ein Schlaf. Okay? Okay, eine andere Sache ist noch was. Wenn man zum Beispiel das andere, also ein Mann berührt eine Frau, ja? Zum Beispiel küssen oder andere Sachen berühren. Und dann, dadurch kann man auch sein Wudu verlieren. Ja, kann man auch sein Wudu verlieren. Eine andere Sache zum Beispiel, wenn jemand stirbt und man wäscht ihn. Ja, wenn man ihn wäscht, einen Toten wäscht. Ihr habt es vielleicht alle noch nicht gemacht. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Ja, vielleicht wird es irgendwann mal einer von euch machen. Wenn man einen Toten wäscht, ja, danach macht man auch Wudu. Eine andere Sache zum Beispiel, wenn man Kamelfleisch isst. Nur bei Kamelfleisch. Ja, gibt es Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten, aber viele sagen das. Okay? Dass man dann Wudu machen muss. Okay. Okay, habt ihr alles? Ja? Wolltest du was sagen? Nein, du hast gesagt eben mit dem Hund, nein. Ah, genau, mit dem Hund, genau. Mit dem Hund, auch eine wichtige Sache, ja. Sag mal, ein Hund leckt dich ab mit seiner Speichel. Er leckt dich ab, ja, deine Klamotten. Dann kannst du trotzdem, ja, du hast da trotzdem dein Wudu. Du hast doch nichts gemacht von diesen Sachen, die dein Wudu kaputt machen. Deine Kleidung musst du ja wechseln. Hast du zum Beispiel ein T-Shirt angehabt, der hat sein T-Shirt angeleckt, dann musst du dieses T-Shirt wechseln, kannst beten. Ja? Oder zum Beispiel, der hat deine Hand angeleckt. Du hast Speichel vom Hund an deiner Hand. Eine Unreinheit. Musst du Wudu machen? Nein. Du musst nur deine Hand waschen. Okay? Ja, weil die Speichel vom Hund ist unrein. Aber du hast dein Wudu nicht verloren. Ja? Okay, also das ist eine wichtige Sache. Auch zum Beispiel andere Najasats. Es gibt ja viele Unreinheiten. Urin, ja? Urin. Du hast zum Beispiel, keine Ahnung, bist irgendwo unterwegs, keine Ahnung, ich weiß nicht, kann ja mal passieren. Irgendwas. Und da, wo du bist, kannst du gerade nicht auf Toilette gehen. Oder ist irgendwie, ja, du bist im Zug und die Türen sind in einer Bahn, wo es keine Toilette gibt und die Türen gehen nicht auf und du hältst schon seit 5 Stunden an. Und sagen wir mal, es würden Tropfen rauskommen. Ja? Nee, okay, das wäre jetzt ein falsches Beispiel dafür. Aber sagen wir mal ein anderes Beispiel. Ja? Du bist irgendwann mal Vater oder Mutter und ja, du bist Vater oder Mutter und dein Kind, sagen wir mal 3 Jahre alt, hey, hörst du zu? Dein Kind 5 Jahre alt, sagen wir mal 3 Jahre alt, ja, 3, 4 Jahre alt, konnte nicht mehr einhalten, ihr seid unterwegs und er hat auf deinem Schoß einfach uriniert. Ja? Dieses Urin ist unrein. Geht's dir schlecht? Migräne? Ist nicht weggegangen? Ne, aber es dauert nicht, Schala. Schafak, Allah, Afak. Gehen Sünden weg. Inshallah. Inshallah, gehen Sünden weg. Okay, also was passiert? Dein Kind hat auf dich uriniert.
Ja, da ist jetzt Urin, Unreinheit, egal ob es vom Hund ist, die Speichel, egal ob das, ja, was auch immer es ist. Egal was ist, das, was an Unreinheit auf deinen Körper kommt, was aber nicht von dir ist, ja, von einem Kind, von einem anderen Menschen irgendwie, ja, dann hast du dein Wudu nicht verloren. Du musst einfach nur diese Stelle waschen. Ja, wenn es auf den Kleidung ist, du kannst einfach rauswaschen mit Wasser. Oder du tauschst deine Kleidung um gegen eine andere, gegen eine saubere Kleidung. Aber du kannst trotzdem beten. Ja? Okay, versteht ihr das mit dem Hund, ja? Auch mit der Speichel vom Hund. Oder allgemein Unreinheiten. Unreinheiten, nur wenn sie von dir rausgekommen sind, dann ist dein Wudu weg. Aber ansonsten hast du dein Wudu. Du musst einfach nur deine Kleidung wechseln oder deine Kleidung wechseln oder einfach das rauswaschen. Okay. Was hast du denn hier? Ich habe schon zu viel getrunken. Durch die Tablette rein. Ich habe ihm schon eine Tablette gegeben. Ich habe schon geschlafen. Ich kann nicht schlafen. Von den Bedingungen, ja, von den Bedingungen, haben wir die Bedingungen genommen. Ich habe vielleicht, wie viele Bedingungen haben wir vorhin gehabt? 6 oder? Ja. Ich habe da mal einige vergessen, tut mir leid. Also Nummer 1, noch eins dazu, die Aura zu bedecken. Du kannst nicht beten, wenn die Aura nicht bedeckt ist, bei Mann und Frau, okay? Bei Mann übrigens, nur damit ihr es wisst, gehört was dazu? Bauchnabel bis zum Knie. Fürs Gebet ist das nicht ausreichend. Es muss etwas über die Schulter gehen. Ja? Es muss etwas über die Schulter gehen. Das heißt, wenn du so ein T-Shirt hast, ist so wenigstens diese, wie nennt man diese T-Shirts da, wie die Basketballer haben? Ja. So wie Nachthemd quasi, ja? Was die Opis anziehen. Oder zieht ihr auch sowas an? Hä? Ziehst du sowas an? Ja. Okay. Richtig altmodisch. Ja, so Opa-Style. Ist nicht schlimm bei mir. Ist nicht schlimm bei mir. Ja, so diese mit Dings, ja? Muss nicht peinlich sein. Alles gut. Alles gut. Ist gemütlich, ja? Hauptsache, wenn es dir gefällt, ist gut. Also zählt das, wenn das jetzt irgendwie so ist? Ja, das zählt. Aber etwas muss über den Schultern sein. Ein T-Shirt, Pullover, egal was. Aber muss, ja, ein Bademantel, irgendwas. Okay. Hm? Unterhemd zum Beispiel, ja. Ja, es muss etwas über die Schultern gehen. Ja. Eine andere Bedingung ist, dass die Zeit eingetroffen ist. Haben wir mal gesagt, oder? Ja. Und eine andere Bedingung ist Istiqbal al-Qibla, dass du die Qibla einnimmst, ja, die Qibla Richtung Mekka, so weit du kannst, so sehr du kannst, ja. Ihr könnt eine Sache ganz leicht immer merken, da wo ihr wohnt, schau immer, wo die Sonne hochgeht, ja. Da wo du wohnst, in deinem Land zum Beispiel, schau immer, wo die Sonne hochkommt. Die kommt ja immer jeden Tag von derselben Seite hoch, stimmt's? So, da wo die hochkommt, ja, fast genau am anderen Ende, quasi wenn du so machst, die Arme nicht komplett, sondern ein bisschen zumachst, ja, wenn die von da hochkommt, dann geht sie da runter, ja, geht hoch da und geht da runter. Dann bist du schon fast bei der Qibla. Wenn du sogar das machst, dann hast du immer die Qibla. Wenn du weißt, oder die Sonne geht gerade runter, das ist nach Asr, ab nachmittags, da wo die runter geht. Das könnt ihr euch leicht merken. Wenn du kein Handy hast, dein Akku ist leer, du weißt nicht die Qibla, du bist gerade am Fußballplatz, egal wo du bist, du weißt, du, in der Schule, egal wo, du weißt, du kannst immer Qibla, ja, wenn irgendwie die Sonne scheint, dass man irgendwo sieht, wo die Sonne gerade ist, dann kannst du das immer wissen, ja? Ja? Aber bei uns geht die Sonne da runter, Qibla ist da runter. Hm? Wo geht die Sonne runter? Die Sonne geht da runter? Ja. Und Qibla ist da. Ich glaube, du hast auch Migräne, ja? Also, Qibla, soweit man kann. Wenn du irgendwann mal irgendwo bist, ja, ja, und du kannst einfach nicht, du bist irgendwo, es gibt kein Handy, es gibt keine App, niemanden, nichts, es ist bewölkt, du kannst nicht sehen, ja, du kannst eben nicht, weißt du, wo die Sonne ist, dann machst du so, wie du kannst. Ja, wenn du es gar nicht weißt, dann betest du einfach so nach deiner Absicht, inshallah wird das schon richtig sein, und es ist dann akzeptiert. Barakallahu fikum. Und dann natürlich die Absicht, aber das haben wir schon gesagt. Ja. So, jetzt machen wir noch eine Sache. Ja, wie viele Minuten haben wir jetzt? 46 Minuten. 46 schon? 49. Machen schon. Hm?
Machen wir eine Stunde. Machen wir eine Stunde, ja, nicht länger als eine Stunde, okay? 41 Jetzt mache ich erst recht mehr als eine Stunde. Lass doch so eine Minute. Noch eine Minute machen. Aber Fußball spielen, guck mal, wir haben schon gespielt, die wollen trotzdem noch Fußball spielen gehen. Einfach süchtig, diese Leute. Wir haben schon gespielt. Ich habe einmal eine halbe Stunde gespielt, da muss ich Lass heute wieder gehen. Lass heute wieder gehen? Ne, morgen nicht, Alter, morgen. Ja, ich beantworte ehrlich gesagt jetzt keine Fragen, so für Erwachsene und Leute, über verschiedene Sachen, die nicht zum Thema tun. Okay, machen wir weiter, ja? Jetzt eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, womit wir angefangen haben. Jetzt gehen wir rein ins Gebet. Das Gebet hat Säulen, Pflichten, absolute Pflichten, ja? Das müssen wir wissen. Was sind diese Säulen? Wir fangen an mit Abdurrahman. Säule. Säulen des Gebets. Ich meine Abdurrahman, keinen anderen. Eine Säule des Gebets ist Wudu. Ist Wudu, ja? Bist du dir sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Eine Säule, eine Pflicht vom Gebet. Ja. Ja? Wenn du kein Wudu hast, zieh das Gebet. Ja, aber das waren noch Bedingungen. Haben wir noch gerade bei den Bedingungen gehabt. Ja. Fürs Gebet. Im Gebet drin. Was ist eine... Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, sehr gut. Ja, jetzt könnt ihr auch mal mitmachen im Internet. Also da sind erwachsene Menschen drin, aber leider einfach der eine stellt Fragen, der andere antwortet, der andere sagt dies. Oh Mann, echt immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Okay, ein anderer sagt Sujud. Richtig. Ein anderer sagt Takbir. Welchen Takbir meinst du hier? Was, welchen meinst du? Am Anfang. Am Anfang, richtig. Sehr, sehr wichtig. Takbiratul Ihram. Den Takbir. Suratul Fatiha hat Dings schon gesagt. Abdurrahman hat das schon gesagt. Takbiratul Ihram, Abu Abdullah. Mashallah, sehr gut. Demut. Demut ist keine Säule. Al-Ihram. Okay, richtig, Mashallah. Moment, ich gucke ganz kurz. Ist Bismillah Rahman Rahim und du hast auch eine. Hm? Und wenn man zu Jud geht, auch das dreimal. Richtig, Nein, Rukua ist richtig. Der zweite Tashahud ist richtig. Mashallah. Richtig, Allahumma barik. Hm? Qiyam, Mashallah, sehr gut. Qiyam, das Stehen. Ja? Mashallah, sehr, sehr gut. Iqama sagt Zahra, aber vielleicht meint ihr damit das Stehen. Ja? Bedingung. Okay. Qiyam. Was haben wir hier noch? As-Salam. Du meinst damit At-Taslim. Ja? Am Ende. As-Salamu alaikum. Richtig. Mashallah. Ruhig. Wenn man so ruhig ist, dann geht es. Was sagt ihr noch? Blick auf die Sujud-Stelle ist keine Säule des Gebets. Qira'a kommt drauf an. Ja, Surat al-Fatiha haben wir gesagt, richtig. Die Nase rein vom Sujud musst du die Nase auf den Boden. Ah, okay, was haben wir da? Im Sujud was? Die Nase auf dem Boden. Nur die Nase? Also Stirn und Nase. Und die Hände? Und die Hände? Die Hände der Knie. Füße und Knie, und sieben Teile. Der Ellbogen darf auch nicht auf dem Boden sein. Aber es ist nicht von den Säulen, von den Pflichten, oder? Doch. Okay. Ist Reihenfolge? Willst du mit dem Tashahhud anfangen und dann Fatiha machen oder wie? Ja, muss sein. Nein, das ist bei Wudu ist das, eine Reihenfolge. Okay, also es gibt ein bisschen Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten, aber wir nehmen jetzt heute, inshallah, jetzt hier die Pflichten. Nummer 1, Al-Qiyam. Du stehst im Gebet. Das Stehen ist eine Pflicht. Ja? Und wenn du stehen kannst und du stehst nicht, du bist ja beim Sitzen, unentschuldigt quasi, dein Gebet ist ungültig. Merkt euch das, ja? Nicht einfach im Auto beten, ja? Zum Beispiel, du bist am Parkplatz und du kannst einfach vor dem Auto beten. Ja, nicht jetzt, ich meine nicht auf der Autobahn, auf dem Seitenstreifen, wo es gefährlich ist, aber sagen wir mal auf einem Rasthof. Ja, es ist ein bisschen frisch. Du sagst ja auch, komm, ist ein bisschen kühl, ich bete lieber im Auto im Sitzen. Obwohl, du kannst direkt neben dem Auto beten, ja, in Ruhe, mitstehen.
Du sagst, ey, ich bin jetzt ein bisschen müde, ich bete einfach im Sitzen. Geht nicht. Du musst im Stehen. Ja, Allah sagt, waqumu lillahi qanitin, und betet stehend. Der Prophet Muhammad sagte, bete im Stehen, wenn du nicht kannst, im Sitzen, wenn du nicht kannst, dann liegend. Ja, das heißt, Wenn man nicht kann, kann man mit Augen machen. Ja, am Ende des Tages, so wie man kann. Der Hadith sagt, so wie es geht. Aber runtergehen von den Sachen, nur wenn es nicht geht. Bete stehend, wenn du nicht kannst, dann sitzend. Ja, nur wenn es nicht möglich ist quasi. Ja, wenn du verletzt bist, wenn du krank bist, etc. Also, Nummer 1, das Stehen im Gebet ist eine Säule. Hör zu, ja, wir sind gleich fertig. Eine Säule des Gebets, Pflichten. Das Stehen im Gebet. Nummer 2, Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Ja, die anderen, das sind Takbiratul Intiqal. Takbira von Positionswechsel. Diese Takbirat sind keine Rücken, keine Säule des Gebets. Aber die allererste ist ein Rücken, eine Säule. Und da sage ich euch eine Sache, worauf ihr aufpassen müsst. Amma, kannst du bitte entspielen? Eine Sache, wo ihr aufpassen müsst, wenn wir manchmal zur Moschee gehen, manchmal sind die ja schon im Rukur, ja, die sind schon unten. Stimmt's? Dann was machen wir? Wir wollen den Rukur schaffen, damit wir auch die Rak'a geschafft haben. Dann geht man dahin und man sagt Allahu Akbar. Ja, stimmt's? Ja. Aufpassen. Wenn diese Allahu Akbar, das du gesagt hast, wenn deine Absicht nicht Takbiratul Ihram war, dann hast du gar nicht angefangen zu beten und dein Gebet ist komplett ungültig, von Anfang bis Ende. Warum? Weil diese Takbiratul Ihram ist eine Säule. Ohne das geht das Gebet nicht. Auch wenn du alles andere richtig machst. Du hast auch Allahu Akbar gesagt, bist runtergegangen. Aber deine Absicht war, Allahu Akbar zu sagen, wegen runtergehen. Zum Rukur. Zum Rukur runtergehen. Wenn deine Absicht war, dieser Allahu Akbar, Gebet ist komplett ungültig. Komplett weg. Du hast gar nicht gebetet, das Gebet. Ja? Deswegen, wenn ihr kommt im Gebet, dann mach eine Sache, mach Allahu Akbar. Ja? Also Allahu Akbar, dass du angefangen hast zu beten. Und dann sag nochmal Allahu Akbar, dass du runtergehst. Ja? Sag Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sag zweimal Allahu Akbar. Dann bist du safe immer, dass du deine Takbiratul Ihram gemacht hast. Du bist reingegangen ins Gebet und du bist dann runtergegangen. Okay? Liegt dir nicht gut? Wenn du willst, kannst du, geh mal nach oben, leg dich hin. Nein, ist okay? Also, Nummer 1, stehen. Nummer 2, Takbiratul Ihram. Allahu Akbar, am Anfang des Gebets. Könnt ihr Erwachsene bitte, guck mal, das ist ein Unterricht für Leute, für Jugendliche zwischen 10 und 18. Ja? Könnte ich euch bitten, ja, im Namen Allahs bitten, einfach bitte ruhig zu sein und nicht zu schreiben. Einfach bitte nicht schreiben. Wäre das möglich? Ich bitte euch, im Namen Allahs, einfach mal die Tastatur in Ruhe zu lassen. Wenn ihr keinen Bock habt, wenn ihr euch unterhalten wollt, dann nimm mal den Namen von dem anderen, schick ihm deine WhatsApp-Nummer und dann könnt ihr euch unterhalten. Ja? Geht einfach raus aus dem Raum, bitte. Subhanallah, das ist echt sowas von unverschämt. Sowas von unverschämt. Barakallahu fikum. Ja, und verzeiht mir inshallah für die Tonlage. Und dann weiter. Nummer 3, Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha muss in jeder Raka'a sein. Hast du es in einer Raka'a vergessen? Diese Raka'a ist ungültig. Ja, da musst du hinten eine Raka'a dran setzen. Surat Al-Fatiha muss rezitiert werden in jeder Raka'a. Und es ist wichtig, dass man die Surat Al-Fatiha gut lernt. Ja, ich denke, ihr könnt das mashallah alle gut. Aber einer, der neu konvertiert ist oder so, der sollte das am besten mal lernen und vor einem Imam oder ja, vor jemandem, der wirklich gut Surat Al-Fatiha oder allgemein Koran rezitieren kann, mal üben oder aufsagen, dass er weiß, dass er sicher ist, dass das gut ist. Okay? Jazakallahu khair, kein Problem, inshallah. Dann Nummer 4 ist Rukur, beugen. Nummer 5, vom Rukur wieder hochgehen. Das sind jetzt alles Säulen. Abdurrahman, hast du? Ja, Fatiha. Nummer 3. Nummer 4, runtergehen zum Rukur. Nummer 5, hochgehen wieder vom Rukur. Nummer 6, runtergehen in Sujud. Nummer 7, aufrecht setzen vom Sujud. Ja, zum Sujud runtergehen ist eine Säule. Vom Sujud wieder hochgehen ist eine, auch ein,
الرفع من السجود ها und السجود natürlich wie du gesagt hast auf allen sieben ja manche Leute wenn die beten was machen die oft Jugendliche oder Leute die kein Wissen haben die spielen mit ihren Füßen oder die heben ihre Füße sind nicht auf dem Boden das zählt nicht als Sujud ja außer natürlich wenn man krank ist Ausnahmefälle krank sein etc ja das ist Ausnahmefall aber alles andere immer müssen alle oder einer zum Beispiel hat keine Hand ja oder so gesundheitlich kann er das nicht zum Beispiel ist was anderes aber im generell alle sieben ja also Stirn mit Nase und dann Hände Knie Fußspitzen ja السجود على الأعضاء السبعة da und dann الاعتدال منه und dann das waren jetzt sieben ne sieben Nummer acht الجلوس بين السجدتين das Sitzen zwischen zweimal سجود ja das Sitzen zwischen zwei سجود runter سجود dann hochgehen vom سجود was wichtig ist wenn du hochgehst bleib kurz sitzen ja du musst kurz einen Augenblick sitzen bleiben weil sonst ist es kein Sitzen ja sonst manche Leute machen ja diesen ja diese Bewegung der hat gar nicht gesessen das ist schon Entschuldigung das Gebet ist gefährlich bei dem ist es schon Risiko ob das angenommen wird oder nicht warum du musst sitzen kurz zwischen dem Gebet am besten ganz einfach der Prophet Muhammad hat uns beigebracht sallallahu alaihi wasallam sag einfach rabbighfirli zum Beispiel es gibt auch andere Sachen die man sagen kann ja das heißt kurz sitzen bleiben ja kurz sitzen bleiben. Nummer 8 ist Nummer 8 oder Nummer 9? Nummer 9. Ruhe. Ja, die Ruhe zu bewahren im Gebet. Ja, und zwar, dass du, wenn du runtergehst, du musst kurz unten bleiben. Wenn du hochgehst zum Stehen, du musst kurz stehen. So. Ganz kurz auch, aber du musst stehen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe es schon oft gesehen, manchmal sogar leider von alten Menschen. Der geht hoch vom Rukur so quasi, der geht hoch, der steht noch nicht mal, der ist immer noch so gebückt und dann geht er direkt wieder runter. Ja? Das ist kein, da ist keine Tumanina, das ist kein Stehen. Ja? Der geht hoch von der Beugung vom Rukur hoch, der steht noch nicht mal komplett und geht direkt wieder runter. Aufpassen, es kann Gebet ungültig machen. Das ist diese Tumanina, das ist gerade, was ich gerade gesagt habe. Sitzen, kurz sitzen zu bleiben, zwischen zweimal Sujud, sitzen. Einfach kurz sitzen bleiben und dann runtergehen. Ja? Also, diese Ruhe zu bewahren im Gebet. Zwischen jeder Sache, die man macht, zwischen jeder Bewegung, Ruhe bewahren. Ja? Kurz diese Position einnehmen. Das ist eine Säule des Gebets. Wer das nicht macht, sein Gebet ist ungültig. Komplett ungültig. Ja? Und das lernen wir, ja, weil jemand könnte sagen, ja, wo hast du das denn her? Wo steht das denn? Das haben wir. Der Prophet Muhammad hat gesehen, ein Mann kam rein, hat gebetet, ist aufgestanden. Der Prophet Muhammad sagte zu ihm was? Geh beten, du hast nicht gebetet. Salli, fa'innaka lam tusalli. Geh zurück und bete, du hast noch nicht gebetet. Der Mann hat nochmal gebetet, ist wieder aufgestanden, wollte weggehen. Der Prophet Muhammad sagte zu ihm, geh beten, du hast nicht gebetet. Ja? Das zeigt uns, dieser Hadith zeigt uns das, der authentisch ist. Ja? Deswegen müssen wir aufpassen mit diesen Sachen. Bete, deswegen habe ich euch gesagt, Gebet, nimm das Gebet ernst. Ja? Okay, du bist nicht so, ja, dein Iman ist nicht so stark, du betest nicht alle Sunnah-Gebete oder so oder dies oder das, okay. Aber das Gebet an sich und die Pflichten des Gebets, daran ist wirklich kein Spaß. Ja? Das Gebet einhalten mit all seinen Pflichten. Also, Tumanina, Ruhe beim Gebet. Guck mal, wir beten nur fünfmal am Tag. Fünfmal fünf Minuten. Aber Allah hat dir 24 Stunden Zeit gegeben dafür. Subhanallah. Und er schreibt dir auf 50 Gebete. Du betest fünfmal. Allah schreibt dir auf, du hast 50 Mal gebetet. Das heißt, mit dem Gebet wirst du Milliardär. Multi-Milliardär. Inshallah, ja? So, also, At-Tumanina fi jami'il arkan. In allen Säulen, in allen Bewegungen des Gebets musst du Ruhe bewahren. Ja? Dann natürlich At-Tartib, also die Reihenfolge quasi. Ja, dass man das nach dem, das eine nach dem anderen macht. Manche haben das in den Büchern, manche nicht. Und dann Nummer 11, glaube ich, At-Tashahud al-Akhir, At-Tahiyyatu lillah. Ja, am Ende des Gebets. Ja, das ist eine Säule des Gebets. Das kannst du nicht vergessen. Wo du sagst, ich habe vergessen und egal.
Ist nicht egal, das musst du machen. Das ist eine Säule des Gebets. Ja? Und al-Julus lehu. Ja? Und das Sitzen dafür. Das macht man natürlich sowieso nur im Sitzen. Ja? Das Sitzen für den Tashahud al-Akhir. Und dann gibt es noch zwei Sachen. Das Salat al-Ibrahimiyya. Ja? Das gehört auch am Ende des Themas. Salat al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Innaka Hamidu Majid. Ja, diese nennt man Salat al-Ibrahimiyya. Okay? Und dann At-Taslim, mit dem man das Gebet aufhört quasi. Okay? Und es gibt auch Meinungsverschiedenheiten. Das waren jetzt vielleicht 14. Manche andere Rechtsschulen haben zum Beispiel 13, andere haben 15. Gibt es ein bisschen Meinungsverschiedenheit, ob die eine oder andere Sache nicht zu den Säulen gehört, sondern zu den Pflichten oder Sunnah etc. Da gibt es ein bisschen Meinungsverschiedenheit. Ja, manche Gelehrte haben das aufgeteilt in zwei. Säulen und Sunna. Ja, alles andere ist Sunna. Andere Gelehrte haben gesagt, nein, Säulen und dann ein bisschen darunter ist Pflichten und darunter ist Sunna. Ja, Sunna ist zum Beispiel, dass du sagst, so wie ich gerade gesagt habe, zwischen zwei Sujud kannst du sagen, Rabbighfirli, Rabbighfirli, ist Sunna. Ja, dass du zum Beispiel, wenn du das Gebet anfängst, ja, machst du Dua al-Istiftah, eine Eröffnungsdua, bevor du sagst, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, vorher, ja, das ist eine Dua, okay? Das gibt so Sachen im Gebet, die sind Sunna, ja, die sind Sunna. Und wenn du das vergisst, ist kein Problem, du brauchst auch nicht mal Sujud zu machen am Ende. Ja, aber die anderen Sachen, da muss man Sujud machen, wenn man die vergessen hat. Außer bei den Säulen des Gebets, die wir gerade genommen haben, die 14. Ja? Und diese 14, die müsst ihr lernen für den Test. Ja, diese Säulen, also was wir heute im Unterricht gemacht haben, von Wudu, werden auf jeden Fall Fragen kommen, weil das sehr, sehr wichtige Sachen sind. Von Wudu werde ich Fragen stellen und von den Säulen des Gebets. Ja, von den Säulen des Gebets. Und ihr müsst aufpassen, weil ihr seid Jugendliche, ihr geht zur Schule, ich werde auch Fangfragen da drin haben. Okay? Ich werde ihn fragen. In die anderen Vorträge, nächste Woche machen wir wieder einen Vortrag über, wo wir jetzt nicht so wie heute ein, zwei, drei Sachen lernen, Gebet und so, sondern wir machen nächste Woche wieder einen Vortrag, einfach etwas, wo wir unseren Iman stärken. Ja? Einfach über Sahaba, über Propheten, über die Hölle, über Paradies, solche Sachen, okay? Bei den Vorträgen werde ich inshallah nicht viele Fragen stellen im Test. Okay? Wenige Fragen. Aber diesen Unterrichten, weil es wichtige Sachen sind, da werde ich viele Fragen stellen. Bei jetzt Gebet zum Beispiel, Sachen von Ramadan, Fasten, Aqidah, wir werden auch natürlich Aqidah-Sachen machen über Tawhid und Shirk und so. Bei den Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, da werde ich mehrere Fragen stellen und Fangfragen. Bei den anderen Unterrichten, quasi, wo wir unseren Iman stärken, da werde ich inshallah wenige Fragen stellen. Aber da kommen auch Fragen vor. Okay, inshallah, ich will nicht zu lange machen. Ich glaube, eine Stunde haben wir schon voll, oder? Wie meinst du Fangfragen? Ja. Fangfragen zum Beispiel, beispielsweise jetzt mit dem Hund. So. Speichel vom Hund oder Urin auf deiner Kleidung, macht das dein Wudu kaputt? Ja. Wird auch als Frage kommen. Ja? Kann man bei dir ein privates Coaching buchen? Wie meinst du das, Bruder? Privatunterricht. Privatunterricht? Ja. Cheating. Cheating? Soll die gleiche Möglichkeit haben. Warum? Wer soll jeder die Möglichkeit haben? Ja, wenn jemand Privatunterricht bekommt. Ach so. Dann muss er auch was bezahlen. Die Jungs fragen jetzt hier, meinst du Privatunterricht für diese Unterrichtsreihe, die wir machen, für den Test? Das geht natürlich nicht. Das geht auf jeden Fall nicht. Ja, hat jemand Sakina geschrieben? Thomas Nina, richtig, mashallah. Okay, Sujud und so. Kann man nach der Gebetswaschung seinen Körper mit einem Handtuch abtrocknen? Kann man, ja, kein Problem. Man kann auch seinen Körper berühren. Kann man... Also ich habe das nicht verstanden, Bruder Mohammed. Ich glaube, du heißt Mohammed, ja? Ich habe das nicht verstanden, was du meinst mit Privatcoaching. Ist kein Problem. Trocknen oder sich abzutrocknen oder nass zu lassen, nass... Normal trocknen zu lassen, kann man beides machen, ist beides kein Problem, inshallah. Ja? Okay.
Und die Brüder, die gerade so viel geschrieben haben, es tut mir leid, ja, meine Tonlage war ein bisschen unangebracht gleich, aber... Das hat richtig Bock. Bruder, wann kommt der Vortrag mit Abu Juliana? Ja, das Problem, ich habe jetzt, ich habe ja 17, 18 Uhr geschrieben im Flyer, aber ich meinte 17, 18 Uhr UK, also unsere Zeit in England, und wir haben ja eine Stunde Zeitunterschied, also ich meinte eigentlich 18 Uhr, ich mache jetzt, inshallah, diese Unterrichte für Kinder und Jugendliche, jede Woche Sonntag, 18 Uhr Kinder, 19 Uhr Jugendliche, ja, ich habe das echt falsch geschrieben, dem Bruder gesagt, der die Flyer schreibt, ich habe einfach die deutsche Zeit drin, die englische Zeit drin gehabt. Vortrag über die 100 Glorreichen. Wie viel haben wir eigentlich jetzt? Wir sind, glaube ich, schon voll im Verzug, oder? Wie viel haben wir? 1937. Okay. Ich habe, glaube ich, im Flyer geschrieben. Was habe ich im Flyer geschrieben? 21:30 oder? 21:30. Das heißt, es wäre jetzt unsere Zeit 20:30. Da hätten wir eine Stunde Zeit, oder? Nein, 40 Minuten. Oh, das ist zu knapp. Also für uns ist das hier zu knapp, ehrlich gesagt, in 40 Minuten anzufangen oder 45 Minuten. Wir haben noch nicht Mittag gegessen. Ja, wir haben noch nicht Mittag gegessen. Deswegen, wir haben jetzt erstmal Mittagessen hier, inshallah. Sagen wir mal in 21 Uhr unsere Zeit. Hm? Hm? 22 Uhr, dann ist in Deutschland 23 Uhr. Die Leute schlagen mich hier. Hm? Wir müssen ja auch hören. Hm? Ob ihr auch hören müsst? Natürlich müsst ihr zuhören. Das war nicht genug. Für euch nicht. Gerne, gerne. Barakallahu fikum. Okay, wir machen dann hier bei uns 21 Uhr. Also inshallah 22 Uhr in Deutschland. Ja? Ich fange inshallah um 22 Uhr an, okay? Ich wünsche euch alles Gute. Jazakum noch khairan. Dass ihr gut mitgemacht habt, inshallah, und alles Gute, bis später, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.